Moin, da geht es gleich weiter und wir Gut, brechen natürlich mit ihm helft mir auf. auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern. Wir haben ja endlich Bruder Genitivi gefunden. Und ja, er war im kleinen Dorf beim Kellnerzee, in diesem Frostgebirge, in dem Dorf Haven. Das haben wir so die letzte Runde gemacht. Und jetzt geht's natürlich weiter. Wer auf der Stelle läuft. So, dann. Da sind wir. Gebt mir das Medaillon. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ja, seht ihr? Man kann Teile bewegen. Und zwar so. Und erhält einen Schlüssel, der den Weg öffnet. Es gibt nur noch wenige Schlüssel wie diesen auf der Welt. Aber ich habe schon einige gesehen. Die richtige Kombination fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schwer zu erklären. Mal sehen, ob es uns gelingt, diese Tür zu öffnen. Irgendwo muss man das hineinlegen oder stecken können. Der läuft aber gut für ein Was würde halbtotes ich Bein. darum geben, diese Halle in all ihrer Pracht zu sehen, so wie es gedacht war? Doch wenn man Eis und Schnee entfernt, ist es immer noch schön. Tut mir leid, was? Ich war abgelenkt. Verzeihung. Diese Schnitzereien entstanden gleich nach Andrastes Tod und könnten Dinge über ihr Leben enthüllen, die wir noch nicht wissen. Ich brauche mehr Zeit, um diese Statuen und Schnitzereien zu studieren. Mit meinen Verletzungen kann ich ohnehin nicht Schritt halten. Es ist bestimmt sicher. Dorfbewohner dürfte es hier nicht geben. Geht nur. Ich komme zurecht. Es war wohl mein Schicksal, euch zur Urne zu führen. Ach, dafür bin ich doch da. Seid einfach nur vorsichtig. Der Tempel ist gefährlich. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Jetzt Wow. brauche ich was zum Schreiben. Er wird uns auch so sehr helfen können. Ich fühle mich jetzt richtig gut aufbewahrt, sage ich mal bei ihm. Na gut, wir machen uns einfach mal weiter davon. Bei den Wechselhimmeln des Nichts. Das ist fantastisch. Fantastisch. Es ist atemberaubend. So, du machst das, Marigan. Bisschen höher. Hier so. Attacke. So. Der Dings ist ja da. So, dann machen wir hier noch so ein Eisel-Dings drin. Ah, das haben wir noch mehr. Ja, von alles, ich bin noch. Sowas hat man doch mal wieder gerne. Ihrem Tank nehmen wir mit. Irgendwelche Befehle? Recht. Akron könnte den nochmal plündern. So. Gehen wir doch erstmal hier rein. Gut, hier liegt ein Typ. Dauert nur einen Moment. So halb tot. Rüstung der Gesessener. Die Rüstung nehmen wir mal mit, der Rest kann hier bleiben. Mehr gibt's da auf jeden Fall schon mal nicht. Ist schon mal schön. Haben wir nämlich einen Raum schon mal fertig. What the f.
Ein Bronto. Einfach auf. Hat sie gut gemacht. Meine Kraft, meine Kraft. Meine Kraft. Fand das gerade interessant, in welche Richtung sie heilt. Und dass sie hier einen Bronto eingesperrt haben. Dort, in dieser Tür. Ich finde das ein bisschen fallen. Okay, also, fangen wir mal an. Da kommen jetzt eh ganz viele raus, das heißt, wir setzen das da so hin. Was kommt von Morrigan? Ach, sie sind gefallen. Erwischt und setzt auf. So, was haben wir hier in dem Raum drin? Eine Holzspur. Streitachs mit 23 Schaden. Wir haben mehr. Argon hat mehr. Argons Waffe macht mehr Schaden als unsere. Ah, toll. Ihr seid zurück? Eine Lederrüstung, die brauchen wir nicht. Irgendwelche Schriftrollen. Ja, brauchen wir auch nicht. Eine Platzverschwendung. So, hopp. Das ist hinter der Tür. Wir gehen einfach mal gerade weiter. Okay, ihr zwei auf den, ihr zwei auf den. Oh! So, Morrigan hat mal eben Lockvogel gespielt. Also schön erstmal Blitz rein. Stürm! Alle die Männer sind da macht man ein Eisbild, wenn die meisten Endsatz, dann muss er auch noch weiter drin stehen bleiben. Dann gehen wir mal so direkt durch den rein. So. Hopp. Ja, damit hätten wir die meisten ja schon wieder besiegt. Komm ich hier mal jetzt kurz in den Räumen um. Schade. Ja, kann hier keiner von denen. Ist mir schon klar. Kultonist. Ne. Kultonisten Magier. Auch nichts. Da liegen noch mehr Schriftrollen, da ist ein kleiner Raum hinter. Chasend Beutel mit Met. Eine verzierte Truhe. Schüssel zur östlichen Kammer, eine schwarze Perle und... Komm mit. So. Dann wären wir hier auch wieder fertig. Und können wieder einmal umdrehen. Ja, wir laufen ja recht gut durch. Tja, ich glaube, nach Dragon Age sofort werde ich auf jeden Fall auch dementsprechend schnell die Erweiterung anfangen und auch gleich mit im Juli hochladen. Denn ich glaube nicht, dass wir noch wesentlich länger brauchen werden als Juli. Oh.
Oh, da kommt ein Campdad. Au, 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 au. Oh, sie hat ja keine Tränke irgendwie in der Leiste. Das ändere ich doch mal eben kurz, denn was ist schlimmer als eine heilende Magierin, die keine Tränke in ihrem Internet hat? Nicht allzu viel, weil wenn sie tot ist, dann ist ändern. So. Na, Leben darf zu blitzen. Ah, ein Heiltrank. Wir gehen mal hier lang. Schauen, was es da so gibt. Ich meine, es muss ja hier irgendwo was in den Räumen geben. Die können ja nicht alle nur wegen. Deko sein. Ein versiegelter Brief. Statt einfach die Versiegelung zu öffnen. Nee, nee, auf sowas kommen die nicht. Ich werde es. So, hopp. Oh, der ist zerbrochen. Das ist mies. Was hast du gemeint? Drachentinkturen und Tränke, okay. Das ist cool. Ein langer Stock zum Anzünden von Kerzen. Schön. So. Dann gehen wir mal den anderen Raum gegenüber und vorher gehen wir noch Rain. Und zwar könnte sie Arkankrieger werden, aber das bringt Geschicklichkeit in so einen Krimsel. Das bringt gar nichts. Als ist so wer Blutmagie. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ich schau mal, wo man noch was skillen kann, das irgendwie was bringt. Jo, der geht soweit ja ganz gut, der Frau. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die andere Seite. Na, komm schon. Nöp, da ist nichts. Da ist eine doofe Tür. Du hast deinen Schlüssel verwendet. Oh nein. Einen Schlüssel. Schlüssel zur Abteile. Ich hätte den jetzt eigentlich in der Truhe erwartet. Aber die muss man knacken. Ja, das ist ein, ja. Alles sollte man selbst so einen Charakter spielen, der das öffnen kann. Bücher. Oh, ich würde hier so gern mal einen Tag verbringen. Die will alle Bücher in einem Tag lesen? Gut, fangen wir an. Räudige Hexe. Wie ihr wünscht. Ja, also hier lohnt es sich auf jeden Fall, jemanden mitzunehmen, der Schlösser knacken kann. Ich weiß nicht, ob das so viel hat, aber... Wenn ihr hier auch lang geht, dann versucht doch irgendwie jemanden mitzuhaben. Also gleich von Anfang an irgendwie auch drauf auszulegen, dass er das alles knacken kann. Fallen entdeckt und so. Ja. Das wäre so mein Tipp für euch. Wie viel er euch bedeutet oder bringen mag. Wir speichern nochmal. Gut, fangen wir an. Knacken das Schloss. Das war nicht ich. Ich verstehe. So, Blitzsturm.
Froststurm. Dann fallen die da wieder rum und sind tot. Und hopp! Ja, die da unten haben sie einfach kaputt gehauen. Sollte jetzt nicht so schwer gewesen sein. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach gleich zum Falter. So, hopp! Mal gucken, was hier noch so kommt. Es scheint, als hätten wir Gesellschaft. Schein ist hier noch so ein dämlicher Raum. So. Erfrier. Da. Ja, hier eben. So, dann den da looten, und du gehst mal zur Tür. Jo, gespeichert. Das sollte kein Problem sein. Okay. Der Kern ist da. So, die war schon mal eine Geschichte. Ah, okay, Punkt. Das ist der Magier, dieses Mal. Das ist doch auch schön. Erleichtert einem die Arbeit so ein bisschen. So, alle mal hier hin. Tja, auf, weiter geht's. So. Morgan. So, hopp. Kurz den Zweck gespielt, Rundumschlag, um mal allen Schaden zu machen. Weiß nämlich nicht, ich glaube, wir machen das erst auf ein paar mehr Gegnern. So, die Steinsalbe, Rüstung, aber reduziert Bewegungsgeschwindigkeit, können wir sie auch einfach da lassen. Finde ich ehrlich so pralle. So, dann plündern wir nochmal fix diese Truhen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss.